Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen heute die ganzen Komponenten zeigen, die wir anbieten, neben dem BW-Bereich. Gut, dann springen wir sofort in die Präsentation, verlieren wir keine Zeit. Zunächst einmal, es wird heute einen roten Faden geben, der sich durch alle Funktionen zieht bei meiner heutigen Präsentation. Ich werde Ihnen heute zeigen, welche Möglichkeiten Sie haben hinsichtlich der Dokumentation und der Analyse in diesen Komponenten. Und bei der Dokumentation geht es mir vor allem darum, Ihnen zu zeigen, wie Sie automatisiert Objekte dokumentieren können, wie Sie weiteres fachliches und technisches Wissen an Ihre Objekte hängen können mithilfe der Kommentare und gleichzeitig auch all diese verschiedenen Objekte der verschiedenen Komponenten Szenarien zuweisen können und anschließend in Form von Projektdokumentation dokumentieren können. Und zudem möchte ich Ihnen vor allem heute auch die Analysefunktion zeigen. Und hier sind mir vor allem folgende drei Use Cases wichtig. Zunächst einmal der Überblick, also dass man einfach auf einen Blick die Informationen erkennt, die wichtig sind. Hier spielen vor allem die Datenflussanalysen eine sehr entscheidende Rolle, um einfach einen besseren Überblick hinsichtlich der Datenmodelle zu bekommen, sodass Sie die Zusammenhänge besser verstehen können. Das heißt, Sie haben einen ersten guten Einstiegspunkt, um einen ganzheitlichen Überblick zu erhalten. Dann gibt es die Impact- und Mapping-Analysen. Hier ist vor allem wichtig, wenn man Objekte verändert bzw. löscht, dass man feststellt, ob eventuell auf dieses Objekt referenziert wird an anderen Stellen, beispielsweise in anderen Objekten oder im Coding. Und gleichzeitig auch die Mapping-Analysen, denn nicht selten stellt sich im SAP-Umfeld die Frage, woher die Daten eigentlich kommen oder woher sie ihre Daten beziehen und wie bestimmte Informationen bis zum Bericht verarbeitet werden. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen auch zeigen, was für Funktionen es hinsichtlich des Housekeepings so gibt in den anderen Komponenten. Hier ist es vor allem dann wichtig, wenn Ihr SAP-System über einen langen Zeitraum produktiv im Einsatz ist und Sie sehr viele Objekte generiert haben in der Vergangenheit, einfach festzustellen, welche Objekte haben einfach ihre Daseinsberechtigung verloren. Dementsprechend haben sie keine Relevanz und genau diese Objekte kann man mithilfe vieler Funktionen identifizieren und anschließend im SAP-System löschen. Gut, dann möchte ich sofort starten mit SAP Business Objects. Das ist die zweite Komponente, die wir unterstützt haben nach der BW-Komponente. Und hier sehen Sie erstmal auf der linken Seite, welche Objekttypen wir unterstützen. Das heißt Analysis for Office, Design Studio, Lumira seit dem vergangenen Jahr und Web Intelligence. Und mit diesen Objekten können Sie interagieren, Sie können sie dokumentieren, Sie können sie kommentieren und gleichzeitig können Sie verschiedene Analysefunktionen durchführen, auf die ich jetzt gerne erstmal eingehen möchte in der ersten Live-Demo des heutigen Webinars. Dafür öffne ich den Doku-Performer und wie Sie sehen, befinde ich mich jetzt schon in der BO-Komponente. Ich komme in die BO-Komponente, indem ich hier auf Select System gehe und wenn ich die BO-Komponente lizenziert habe, dann finde ich die jeweiligen Systeme hier bei Business Objects. Wenn ich auf Select klicke, lande ich in dem jeweiligen System, kann mich dann noch verbinden. Und das ist auch schon der erste wichtige Punkt. Wenn ich mich verbinden möchte mit einem BO-System, dann müssen vorab noch ein paar Parameter eingegeben werden, ein paar URLs, die relevant sind, um so eine Verbindung aufbauen zu können. Und anschließend kann ich in die Synchronisation gehen. Das ist ähnlich wie bei BW. Hier kann ich erstmal gezielt auswählen, welche BO-Objekttypen für mich relevant sind. Das heißt, hier haben wir wieder die Web Intelligence Berichte, die Lumira Berichte. Und gleichzeitig kann ich mir hier auch die Ordner auswählen, die für mich relevant sind. Das heißt, vielleicht interessiert mich ja wirklich nur hier dieser Report Conversion Tool Ordner. Und dann werden auch wirklich nur die jeweiligen Objekte dieses Ordners synchronisiert. Wenn ich fertig bin mit der Synchronisation, dann finde ich all diese Objekte im Entity Grid. Auch das ist genauso wie in BW. Das heißt, wir sehen hier die Lumira-Objekte, die Analysis for Office-Objekte, Web Intelligence und Design Studio. Die nächste Parallele ist die, dass Sie die Möglichkeit haben, über einen Rechtsklick Kommentare zu erstellen. Sie können auf Show Comment klicken und haben dann die Möglichkeit, weitere technische Informationen, das war das, was ich vorher beschrieben habe, oder auch fachliche Informationen an dieses Objekt zu hängen. Diese Kommentare werden anschließend bei der Dokumentation berücksichtigt. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema. Die Dokumentation können Sie auch hier wieder über einen Rechtsklick durchführen, Create Documentation, und dann können Sie das jeweilige Format auswählen. Das heißt, wir haben hier Word, PDF, HTML, ähnlich wie im BW, in der BW-Komponente. Anschließend generieren Sie ein Dokument, das beispielsweise so aussehen kann. Hier habe ich zum Beispiel ein Lumira-Objekt dokumentiert. Dann haben wir erstmal ein paar allgemeine Doku-Performance-Settings, kommen dann auch schon zu den Lumira, zu diesem Lumira-Bericht, zu den allgemeinen Informationen. Wir sehen noch ein paar Informationen zu der Application und dann kommen wir auch schon relativ schnell zu den einzelnen Komponenten, die Sie in Ihr Lumira-Bericht eingebaut haben.
Hier nochmal der Hinweis, in dieser Dokumentation schlüsseln wir ab der neuen Version, die jetzt auch bald rauskommt, auch die verwendeten Info-Objects auf. Das heißt, in der Dokumentation finden Sie, welche Info-Objects verwendet wurden, samt der Beschreibung. Und bei der Query sehen Sie sogar die Selektion und die einzelnen Formeln. Genau, das ist die Lumira-Dokumentation, die wir anbieten, die Sie auf Knopfdruck generieren können. Das ist zum Beispiel ein Analysis for Office-Beispiel. Hier haben wir auch erstmal einen Kommentar, den wir hinzugefügt haben. Wir haben ein paar allgemeine Informationen und anschließend haben wir Informationen zum Worksheet. Wir haben die Kreuztabellen. Wir sehen auch, welches BW-Objekt verwendet wurde. Das heißt, erstmal schlagen wir jetzt hier die Brücke zum BW-System. Und dann sehen wir die verschiedenen Objekte, das war das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben hier zum Beispiel die Info-Objects in Columns. Die können wir auch auflösen mit einer bestimmten Einstellung, die wir vornehmen können in den Settings. Und dann sehen wir ja auch wirklich die technischen Namen und die Beschreibung. Genau das zu den Dokumentationen. Ich springe zurück in den Doku-Performer und würde jetzt gerne zunächst einmal ein paar Funktionen durchführen. Und die erste Funktion wäre die, dass ich mir den Aufbau anzeigen lassen möchte von einem Lumira-Bericht zum Beispiel. Hierfür kann ich beispielsweise einen Rechtsklick durchführen und hier sehe ich dann direkt schon die Analyze-Compare-Funktion. Diese Funktion gibt es auch in der BW-Komponente. Auch hier können wir uns den Aufbau eines Objekts nochmal anzeigen lassen und können so tiefer eintauchen in die Struktur dieses Objekts. In diesem Fall sehen wir alle hinzugefügten Komponenten. Wir können auch hier zum Beispiel bis zum Coding alles aufklappen, können aber auch gleichzeitig wirklich alles aufklappen, dann sehen wir das gesamte Coding dieses Lumira-Berichts, das in den jeweiligen Events verwendet wurde. Genau, was wir auch machen können, ist, wir haben die Möglichkeit, einzelne Komponenten zu kommentieren. Und wenn Sie das machen, dann werden diese Komponenten ebenfalls in der Dokumentation samt Kommentare angezeigt. Gut, das können Sie sich alles auch nochmal als Excel generieren und haben nochmal einen kleinen Überblick über Ihr Lumira-Bericht in einer Excel. Die nächste Funktion, die ich Ihnen zeigen möchte, ist eine Impact-Analyse. Dafür öffne ich unsere Version 20.1, das ist eine Entwicklungsversion, die jetzt bald rauskommt. Und hier werden wir demnächst die Funktion anbieten, dass Sie Ihr BO-System nach einem bestimmten Stichwort durchsuchen können. Die Funktion wird möglich sein für Design Studio und für Ihre Lumira-Berichte. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel nach einem Objektnamen gesucht, in dem Fall von einem HANA Composite Provider. Und dann wurden mir alle diejenigen Berichte angezeigt, die diesen HANA Composite Provider entweder direkt als Data Source verwenden oder auch im Coding auf diesen HANA Composite Provider referenzieren. Sie können auch nach jedem anderen Stichwort suchen, wie beispielsweise nach irgendwelchen Namen von bestimmten Komponenten. Genau, und dann klicken Sie einfach hier drauf und können dann einstellen, ob Sie eine direkte Verwendung suchen, das heißt, wenn es als Komponente verwendet wurde, oder ob Sie die Verwendung im Coding checken wollen. Das ist natürlich dann auch eine Impact-Analyse, weil bevor Sie irgendwas am Objekt ändern, können Sie nachschauen, in dem Fall im HANA Composite Provider, wo dieser HANA Composite Provider in BO verwendet wurde. Eine weitere Funktion, die jetzt demnächst rauskommt, die vor allem einen Housekeeping-Charakter hat, ist Compare Entities of Two Systems. Das heißt, hier können Sie zunächst einmal den Objekttyp auswählen und anschließend ein Vergleichssystem auswählen. Das könnte jetzt beispielsweise ein Produktiv- und ein Entwicklungssystem sein. Und anschließend sehen Sie alle Objekte aus dem ersten System, mit dem Sie verbunden sind. Die Objekte, die nur vorkommen im Vergleichssystem. Und anschließend im letzten Tab sehen Sie die Objekte beider Systeme, das heißt die Objekte, die in beiden Systemen vorkommen, und hier können Sie dann theoretisch gesehen nochmal die Unterschiede hervorheben, indem Sie diese bedingte Formatierung nutzen, und dann sehen Sie, dass zum Beispiel das Veränderungsdatum unterschiedlich ist. Genau, also auch eine Möglichkeit, um einen Überblick zu erhalten und eventuell auch Objekte zu identifizieren, die vielleicht nicht gebraucht werden. Gut, ich springe erstmal zurück in unsere aktuelle 19.3er-Version und öffne die Funktion Resolve Promotion Job. Hier kann ich mir zunächst Promotion Jobs auswählen und kann mir anzeigen lassen, welche Objekte auf diesem Promotion Job liegen. Und gleichzeitig kann ich diese Funktion noch kombinieren mit der Namenskonvention-Funktion. Das heißt, ich kann hier nachschauen, ob die Berichte den Namenskonventionen entsprechen. Dieses Häkchen symbolisiert, dass dieser BO-Bericht den Namenskonventionen entspricht. Das heißt, in dieser Legende sieht man das nochmal. Es kann sein, dass ein Bericht den Namenskonventionen entspricht oder nicht entspricht oder dass erstmal was definiert werden muss.
Und das bringt mich auch schon zur nächsten Funktion. Denn diese Namenskonvention müssen Sie vorab in den Doku-Performer integrieren. Das machen Sie über die Check-Naming-Conventions-Funktion. Das heißt, hier können Sie dann für Ihre Objekte verschiedene Namenskonventionen pflegen. Sie können zum Beispiel sagen, dass alle meine Web-Intelligence-Berichte mit Z anfangen sollen und die zweite Stelle soll ebenfalls Z sein. Und diese Funktion gibt es auch genauso in BW. Gut, die letzte Funktion, die ich Ihnen zeigen möchte, ist einfach noch eine kleine Verbindung zwischen BW und der BO-Komponente. Das heißt, dafür wechsle ich erstmal wieder in den BW-Bereich und öffne beispielsweise meinen HANA Composite Provider. Und was ich jetzt machen kann, ist zum Beispiel einen Verwendungsnachweis durchführen und gleichzeitig aktivieren, dass auch die Verwendung in Lumira-Dokumenten und in anderen BO-Berichten gecheckt werden soll. Und wenn ich das mache, dann überprüft der Doku-Performer neben den gewohnten Verwendungen in anderen BW-Objekten oder im Coding, überprüft er auch, ob es eine Verwendung gibt in BO-Berichten. Und Sie sehen hier, hier wird der HANA Composite Provider irgendwo als Data Source verwendet. Auch das wieder eine sehr gute Impact-Analyse. Gleichzeitig kann ich mir auch im Datenfluss von diesem HANA Composite Provider die Objekte anzeigen lassen, die auf diesem HANA Composite Provider basieren. Folglich auch dieser Bericht, den wir vorhin gesehen haben, in dem Verwendungsnachweis. Dafür drücke ich einfach hier drauf, sehe erstmal alle Queries, die darauf, keine Queries, aber ich sehe die Lumira-Berichte, öffne sie und anschließend kann ich meinen Datenfluss, meinen BW-Datenfluss verbinden mit den BO-Berichten. Gut, so viel zum Thema BO. Ich würde jetzt weitermachen mit dem nächsten Thema. Und das wäre dann an der Stelle HANA. Genau, HANA unterstützen wir jetzt auch schon seit guten 3 Jahren. Und das sind die Objekte zunächst einmal, die Sie auf der linken Seite sehen. Das heißt, wie Sie sehen können, die Catalog Entities werden unterstützt, die Repository Objects, hier beispielsweise Calculation Views oder verschiedene Tabellenfunktionen, HANA CDS Entities, Stored Procedures und gleichzeitig auch verschiedene Security Objekte, wie zum Beispiel Roles und Users. Auch hier haben wir die Möglichkeit, verschiedene Funktionen durchzuführen, auf die ich jetzt gerne eingehen möchte, in der Live-Demo. Dafür öffne ich erneut den Doku-Performer. Und auch hier erreiche ich die HANA-Komponente, indem ich auf das jeweilige System klicke. Und dann bin ich schon in der jeweiligen Ansicht. Das erkennen wir daran, dass wir links die verschiedenen HANA-Objekte sehen, die HANA-nativen Objekttypen auf der linken Seite sehen. Und eine wichtige Information zunächst ist die, dass eine Verbindung mit Ihrem HANA-System erst dann aufgebaut werden kann, wenn Sie die notwendige Delivery Unit, die wir Ihnen auch ausliefern, in Ihr System, in Ihr Entwicklungssystem integrieren und anschließend ins Produktivsystem durchtransportieren, wenn Sie denn mit Objekten Ihres Produktivsystems arbeiten möchten. Wenn Sie das getan haben, dann können Sie auch hier wieder eine Synchronisation durchführen. Sie können sich die Objekte auswählen, die für Sie relevant sind. Gleichzeitig haben wir schon ein paar kleine Filter voreingestellt, in denen wir bestimmte Objekte, bestimmter Namensräume exkludieren, weil sonst unsere Doku-Performer-Datenbank etwas zumüllen würde oder in dem Fall Ihre Doku-Performer-Datenbank mit eher irrelevanten Objekten. Sie können das aber alles nochmal selbstständig umstellen, wenn Ihnen diese Objekte wichtig sind. Genau, nach einer Synchronisation stehen Ihnen auch hier die verschiedenen Objekte zur Verfügung und anschließend können Sie auch hier Dokumentation durchführen. Sie können auch wieder kommentieren. Schaue ich mal kurz nach. Ja, zum Beispiel dieses Objekt wurde bereits kommentiert. Ich öffne wieder den Kommentarbereich und sehe, dass hier irgendein Kommentar drin steht. Wie in BO, wie auch in BW ist uns natürlich auch die Dokumentation in der HANA-Komponente sehr wichtig und auch das ist möglich über einen Rechtsklick. Das heißt, ich öffne hier wieder ein Dokument, das ich voreingestellt habe, zum Beispiel von diesem Calculation View. Auch hier haben wir wieder ein Inhaltsverzeichnis, das wir hier treffen. Und wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir allgemeine Einstellungen. Wir sehen den Kommentar, den ich Ihnen vorhin angezeigt habe. Weitere allgemeine Einstellungen. Wir sehen die Werte, die Felder in Columns. Noch weitere Details bezüglich der Pakete. Genau, das ist auch eine sehr umfangreiche Dokumentation, die ich jetzt einfach nur mal schnell durchscrolle. Wir sehen auch die Struktur, die hiermit angezeigt wird, verschiedene andere Knoten, Unions, das Mapping jeweils.
Genau, das heißt, es ist eine sehr umfangreiche Dokumentation. Hier nochmal der Hinweis, ähnlich wie in BW können Sie auch hier mit den sogenannten Settings-Varianten arbeiten. Das heißt, Sie können verschiedene Einstellungen vornehmen, Exporteinstellungen, was inhaltlich gesehen, was die Dokumentation so bieten soll, wie hoch der Detailgrad sein soll. Das alles können Sie abspeichern auf dieser Settings-Variante. Und wenn Sie diese auswählen beim Export, dann werden auch wirklich nur diese Informationen eingebunden in Ihre HANA-Dokumentation. Genau, das war ja zum Thema Dokumentation und Kommentierung. Ich würde jetzt auch hier wieder zur Analyse kommen. Hierfür würde ich zunächst einmal nach einem bestimmten Objekt suchen, nämlich nach dem hier. Und was ich als erstes mache, ist, ich möchte mir den Datenfluss anzeigen lassen. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, mir einen Überblick zu verschaffen von diesem Datenmodell. Das heißt, wir haben hier wirklich die Möglichkeit, uns hier nochmal anzeigen zu lassen, von welchen anderen HANA-Objekten oder Tabellen dieser Calculation View seine Daten bezieht. Das heißt, wir können das einmal in dieser Ansicht machen. Wir können das gleichzeitig auch nochmal im Tree View machen, eine andere Ansicht. Und wenn wir es noch detaillierter haben möchten, dann können wir auch das sogenannte Data Lineage durchführen. Dafür gehe ich einfach zur Analyse, klicke auf Data Lineage. Klicke auf Speichern und der Doku-Performer generiert dann eine Excel, in der er mir wirklich nochmal das gesamte Mapping von diesem Calculation View anzeigt. Genau, das ist jetzt passiert. Ich öffne es jetzt und was der Doku-Performer macht, er generiert immer mindestens 3 Tabs, pro Objekt 2 Tabs, 2 Sheets. Das heißt, ich kann auch die Funktion für mehrere Objekte gleichzeitig durchführen. Das wird alles dann konsolidiert in einer Excel. Und anschließend habe ich erstmal eine kleine Zusammenfassung, aber spannend wird es dann hier, denn hier sehe ich wirklich, dass dieses Zielfeld des Calculation Views, dass dieses Zielfeld seine Daten bezieht aus diesem Feld und dieses Feld kommt aus diesem Calculation View und das geht dann weiter. Dieses Feld bezieht seine Daten aus dem Feld InfoCube und das ist Teil dieses Calculation Views und das geht dann im Endeffekt bis ganz nach unten, wie Sie sehen. Genau, hier nochmal der Hinweis, wenn Sie noch mehr Informationen hinsichtlich des Data Lineage benötigen. Wir haben sehr viele Informationen in unserem User Manual und gleichzeitig gab es auch hierzu ein Webinar in der Vergangenheit, das Sie auch auf unserem YouTube-Kanal finden. Ich öffne wieder den Doku-Performer und würde jetzt die nächste Funktion Ihnen zeigen, denn anschließend möchte ich mir wirklich nochmal den Aufbau anzeigen lassen dieser Funktion. Dafür mache ich einen Rechtsklick. Und auch das wieder eine sehr gute Möglichkeit, nochmal einen Deep Dive durchzuführen, nochmal wirklich sich einen Überblick zu verschaffen über die einzelnen Elemente und die Struktur dieses Calculation Views. Wir sehen nochmal die gesamten Elemente der Columns. Und was wir auch noch machen können beispielsweise, ich kann mir noch ein zweites Objekt anzeigen lassen, nämlich in dem Fall Comment Share, das hier. Ich klicke auf Start Analysis, kann auf Compare klicken. Kann mir ein zweites System auswählen, ein Vergleichssystem, was der Doku-Performer jetzt macht. Er geht in das Vergleichssystem rein, schaut nach, ob dieses Objekt und dieser technische Name in dem Vergleichssystem existiert. Und wenn dies der Fall ist, dann zeigt er nochmal die Struktur dieses Objekts hier auf der rechten Seite an. Und wir können, wenn es Unterschiede gäbe, gibt es tatsächlich, können uns Unterschiede anzeigen lassen und können uns nochmal einen Überblick verschaffen hinsichtlich der Strukturelemente und ob es beispielsweise im Entwicklungssystem und im Produktivsystem potenziell irgendwelche Unterschiede gibt, die erstmal in dem jeweiligen Bereich nachgezogen werden müssen. Gut, die nächste Funktion, die ich Ihnen zeigen möchte, wäre eine Funktion, die sich mit diesem Security-Bereich beschäftigt. Dafür gehe ich auf Contained Roles. Ich wähle einen User aus. Administrator zum Beispiel, falls mich das jetzt mal interessiert, nochmal kurz, was für Berechtigungen der Admin hat zum Beispiel. Einfach nochmal als kleines Beispiel. Ich könnte auch mehrere Objekte auswählen. Der Doku-Performer analysiert jetzt diesen User. Wie gesagt, das Gleiche ist auch mit einer Rolle möglich. Und anschließend listet er Ihnen diese Elemente auf. Ein weiterer Hinweis ist der, dass Sie Ihre Analysefunktion auch alle nochmal dokumentieren können als Excel. Alles, was ich Ihnen bisher gezeigt habe, war auch für Excel möglich. Das heißt, Sie können immer auf diesen Knopf hier achten. Und wenn er da ist, heißt das, Sie können Ihre Ergebnisse nochmal dokumentieren. Gut, der Doku-Performer hat diese Funktion durchgeführt. Und ich würde mir jetzt mal gerne den gesamten Aufbau nochmal anzeigen lassen, kann das alles nochmal dokumentieren und habe das dann alles nochmal in einer Excel abgespeichert. Gut, die nächste Funktion, die ich Ihnen zeigen möchte, bezieht sich auch auf Rollen.
Das ist aber diesmal eine etwas andere Funktion. Hier möchte ich mir einen Überblick verschaffen, welche bestimmten Rollen in anderen Rollen oder Usern verwendet werden. Dafür kann ich mir beispielsweise wieder diese Admin-Rolle auswählen, klicke auf Analyse und sehe, in welchen Usern es verwendet wird. Genau, und das kann ich auch mit mehreren Rollen gleichzeitig durchführen. Und das ist eigentlich ein klassischer Verwendungsnachweis und macht auch Sinn für mehrere Rollen. Und vor allem können Sie damit Ihre User- und Rollenadministration etwas optimieren. Dementsprechend auch hat diese Funktion auch einen Housekeeping-Charakter. Gut, kommen wir zur nächsten Funktion, nämlich der Where-Use-Analyse. Hierfür suche ich mal nach diesem Objekt, WO01, und führe anschließend einen Verwendungsnachweis durch. Das heißt, auch das ist hier möglich, ähnlich wie in BW. Ich führe einen Verwendungsnachweis durch und kann nachschauen, in welchen anderen HANA-nativen Objekten dieses Objekt verwendet wird, aber gleichzeitig, wie Sie auch sehen können, auch in welchen BW-Objekten dieser Calculation View verwendet wird. In diesem Fall in diesem HANA Composite Provider. Das heißt, auch hier schlagen wir diese Brücke zum BW-System. Dann gibt es noch eine kleine Housekeeping-Funktion, die ich Ihnen auch noch zeigen möchte. Die Housekeeping-Funktion finden wir hier. Das ist auch die Check Naming Conventions Funktion. Die funktioniert eigentlich genauso wie in BO und BW. Sie können hier einfach Ihre verschiedenen Namenskonventionen integrieren, zum Beispiel für Calculation Views. Können dann hier was eingeben, zum Beispiel A-D, und können auf Start Analysis klicken und können einfach nochmal nachschauen, ob die Namenskonventionen auch wirklich befolgt wurden und welche Objekte eventuell nicht den Namenskonventionen entsprechen. Genau, das wären in dem Fall diese Objekte. Gut, das wäre es soweit zu HANA. Ich möchte mal ganz kurz darauf hinweisen, dass Sie Ihre Objekte alle einem Szenario zuweisen können. Das heißt, sowohl die BO-Berichte, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, als auch die HANA-Objekte können alle in einem Szenario zusammengefasst werden mit Ihren BW-Objekten. Das heißt, das ist wirklich die Möglichkeit, zentral nochmal eine Stelle zu schaffen, in der Sie diese gesamten Verknüpfungen und Zusammenhänge nochmal aufzeigen. Dafür öffne ich dieses Szenario beispielsweise und hier habe ich dann ein BW-Szenario, aber ich kann hier auch beispielsweise, das sehen wir gleich, genau, ich habe hier zum Beispiel ein Calculation View drin, wie Sie sehen können. Ich habe, das heißt, Objekte des Datenmodells und gleichzeitig der Calculation View, der verwendet wurde, und diese zentrale Stelle, von der ich vorhin gesprochen habe, die finden Sie hier. Das heißt, hier haben wir alle lizenzierten Systeme. Auch Komponenten übergreifen. Wir sehen unsere BW-Systeme, wir sehen unsere BO-Systeme und gleichzeitig unsere HANA-Systeme. Und hier können Sie wirklich alle Objekte, die Sie benötigen, einfach dem jeweiligen Szenario hinzuweisen und anschließend das gesamte Szenario dokumentieren, um beispielsweise ein Datenmodell oder eine Applikation komplett und ganzheitlich zu dokumentieren. Auch hier wieder der Hinweis, es gab schon einige Szenario-Webinare, wo nochmal genau erklärt wird, inwiefern Ihnen das Szenario weiterhelfen in Ihrem Alltag. Und genau, das kann ich Ihnen auch nur empfehlen auf unserem YouTube-Kanal. Gut, ich würde jetzt zum nächsten Thema kommen, nämlich ERP. Und dafür springe ich zurück in den Doku-Performer. Und hier sehen wir erstmal auf der linken Seite die Objekte, die unterstützt werden. Diese Objekte werden schon länger unterstützt. Die finden sich auch alle in der BW-Komponente wieder. Und das heißt, wir unterstützen die Objekte vom ABAP-Stack sowie die Core Data Services-Objekte. Und auch hier können Funktionen, die Ihnen wahrscheinlich auch aus der BW-Komponente bekannt sein dürften, können durchgeführt werden für diese ERP-Objekte. Genau, ich springe in den Doku-Performer und dann können wir uns das alles mal live anschauen. Dafür gehe ich jetzt zurück in ein BW-System und verlasse jetzt den HANA-Bereich. Und zunächst einmal stellt sich ja die Frage, wo überhaupt diese Objekte synchronisiert werden können, beziehungsweise in welcher Form. Ich muss mich mal kurz anmelden und bin jetzt im Synchronisationsbereich. Hier kann ich zunächst einmal, schauen wir uns mal an, welche Objekte jetzt relevant sind, beziehungsweise wo wir die Objekte, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, wiederfinden. Zunächst einmal haben wir hier die Tabellen. Das heißt, Sie können wirklich Tabellen auch in den Doku-Performer integrieren. Hier aber bieten wir die Möglichkeit, gezielt
nach bestimmten Tabellen zu suchen und diese dann hier auszuwählen, damit sie nicht einfach ihre DokuPerformer-Datenbank mit extrem vielen Tabellen zumüllen und die Performance darunter leidet, geben wir die Möglichkeit, wirklich gezielt die Objekte, die Tabellen zu synchronisieren, die auch wirklich relevant sind. Der nächste Punkt ist der, dass Sie auch die Möglichkeit haben, die Objekte des ABAP-Stacks zu synchronisieren. Hier haben wir die Funktionsbausteine, die Reports, die Klassen sowie die Web-Dimpros. Und was Sie hier machen müssen, ist eigentlich nur Ihr Paket angeben in dem Fall. Dann haben wir die Core-Data-Services-Objekte, die CDS-Objekte. Hier können Sie Data-Definition und Access-Controls synchronisieren. Hier haben wir eine kleine, so quasi eine Mischung aus diesen beiden Funktionalitäten. Das heißt, Sie können ein Paket angeben, können aber auch gleichzeitig noch wirklich gezielt angeben, welche Data Definitions und Access Controls synchronisiert werden sollen. Nachdem Sie die Objekte synchronisiert haben, können Sie diese Objekte wiederfinden auf der linken Seite. Das heißt, Sie sehen hier zum Beispiel, hier haben wir Klassen, wir haben Reports, wir haben Web-Dimpros. All das steht Ihnen zur Verfügung und ich würde einfach mal damit beginnen, dass ich eine Klasse dokumentiere, indem ich ganz klassisch eine Dokumentation erstelle. Auch hier wieder, wie Sie sehen, auf Knopfdruck, ich drücke drauf, warte einige Sekunden und dann dürfte der DokuPerformer gleich soweit sein. Ein Punkt hier noch. Wie vorab erwähnt, alle Objekte, die Sie hier im Entity Grid sehen, können Sie auch kommentieren. Das heißt, auch hier könnte ich zunächst einmal das Objekt kommentieren, sodass der Kommentar und diese Informationen auch später in der Dokumentation mit auftauchen. Das heißt, wir sehen hier die Dokumentation, wir haben ein Inhaltsverzeichnis und wir sehen schon, woraus es besteht. Wir haben Attribute, wir haben die Methoden im Überblick, wir haben Redefined Methods und noch weitere Informationen, die zur Verfügung stehen und gleichzeitig auch sehr viel Coding an bestimmten Stellen, hier zum Beispiel im Redefined Method Bereich. Genau, das ist eine Klasse. Wie gesagt, wenn Sie möchten, können Sie nachfragen bei uns. Wir können Ihnen sehr gerne nochmal so eine Dokumentation zusenden, damit Sie sich das alles in Ruhe nochmal anschauen können. Neben der Dokumentation, das heißt, Sie können wirklich all diese Objekte, wie gesagt, dokumentieren, können Sie auch beispielsweise, genau neben ERP, neben diesen klassischen Objekten, können Sie auch Data Definitions dokumentieren. Auch das schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Genau, das ist dann hier in Data Definition. Auch hier eine sehr umfangreiche Dokumentation mit den verwendeten Objekten, mit den Parametern, den Fields, den einzelnen Feldern und dann den Annotations. Genau, das war es jetzt erstmal von den Dokumentationen, denn ich würde jetzt gern nochmal zu den Analysefunktionen kommen. Und noch einen kleinen Punkt würde ich noch sagen, die Core Data Services finden Sie ja hier und seit einiger Zeit unterstützen wir diese ABAP Repository Objekttypen, Access Control und Data Definitions. Sie können diese Objekte, wie Sie gesehen haben, dokumentieren und diese Dokumentation erfolgt auf Grundlage des im Hintergrund angelegten DEDIC Views. Der Inhalt, wie Sie gesehen haben, Join-Bedingungen, verwendete Objekte und das Mapping. Und ich würde jetzt zu den Analysen kommen, wie gesagt, hierfür würde ich das gleiche Objekt nochmal verwenden für eine Analyse, nämlich ich würde mir gerne den Datenfluss anzeigen lassen. Genau, dafür klicke ich hier auf Online und dann öffne ich mir mal den Datenfluss. Das ist jetzt auch eine überblickverschaffende Funktion. Wir sehen, dass jeder CDS-View auch ein DEDIC-View hat und dementsprechend auf dem DEDIC-View basiert auch dann das Mapping und das ist auch dann auch das, was wir anzeigen. Sie können sich hier also wirklich nochmal einen Überblick verschaffen und sich anzeigen lassen, von welchen anderen Objekten und Tabellen diese Data Definition ihre Daten bezieht. Auch das wieder in TreeView und so wie beim Calculation View auch hier können Sie ein Data Lineage durchführen, sodass Ihnen das alles angezeigt wird, nochmal wie vorhin in einer Excel. Genau, wir kommen zu unserem letzten Part der Analysen. Ich würde gern jetzt nochmal zunächst einmal ich gehe erstmal auf diese Funktion, auch eine Funktion, in der Sie diese ERP-Objekte wiederfinden, zum Beispiel hier ABAP Reports. Sie können auch vom Function Module so ein Klassen analysieren mit dieser Funktion. Die Funktion habe ich Ihnen vorhin schon einmal kurz gezeigt, nur in einer etwas anderen UI. Das heißt, was hier passiert, das erkläre ich Ihnen sofort, nachdem ich mich hier angemeldet habe. Der DokuPerformer schaut wieder nach, welche Reports gibt es in dem aktuell verbundenen System, welche Report gibt es in dem Vergleichssystem, das könnte wieder ein Produktivsystem sein beispielsweise.
Und anschließend sehen wir auch, welche Objekte in beiden Systemen auftauchen. Genau. In dem ersten System, in dem zweiten System, keine, in dem dritten System, in den beiden, im letzten Tab sehen wir, dass das hier gibt. Wir haben zwei Objekte, auch hier können wir eine bedingte Formatierung durchführen, um uns anzeigen zu lassen, was es für Gemeinsamkeiten, was es für Unterschiede gibt. Wir sehen hier einen anderen Bearbeiter zum Beispiel. Und ich kann aus dieser Ansicht heraus nochmal in eine detailliertere Ansicht gehen, indem ich auf Analyze Compare klicke und mir wirklich den Aufbau dieses Reports, dieses Programms nochmal anzeigen lasse. Und wie Sie sehen, wir sind dann wirklich hier auf dieser Ebene, dass wir den Inhalt sehen, dieses Reports. Wir können uns Unterschiede anzeigen lassen und sehen dann wirklich nochmal gezielt, inwiefern sich diese Reports, die ja den gleichen technischen Namen haben, in den jeweiligen Systemen unterscheiden. Diese Funktion können Sie auch ausführen für weitere ERP-relevante Funktionen, wie beispielsweise Objekttypen, wie zum Beispiel Tabellen und Views. Auch hier sehen Sie dann die verschiedenen Felder dieser Tabelle. Gut, in meiner letzten Funktion, wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit, würde ich Ihnen gerne nochmal den ABAP-Scan zeigen. Der ABAP-Scan ist eine sehr mächtige Funktion, mit dessen Hilfe Sie Ihr gesamtes Coding durchsuchen können und dementsprechend auch Ihr ABAP-Coding. Hierzu würde ich zunächst einmal das hier eingeben. Denn jetzt, wenn wir uns einfach mal vorstellen, den folgenden Anwendungsfall, wir haben eine kundeneigene Tabelle und sie wurde geändert. Das ist die kundeneigene Tabelle, von der ich jetzt spreche, und sie wurde irgendwie geändert. Zum Beispiel wurde ein neues Feld hinzugefügt. Eigentlich müsste ich ja dann das komplette Coding im ERP-System selbstständig durchsuchen und müsste nachschauen, wo diese Tabelle genau genutzt wird. Also so eine klassische Impact-Analyse durchführen. Was ich hier machen kann, ist einfach nach diesem Namen der jeweiligen Tabelle suchen, indem ich hier draufklicke. Ich wähle nur diese Bereiche aus, weil die für mich relevant sind. Füge dann noch dieses Paket hinzu. Das heißt, wir suchen jetzt wirklich die Verwendung dieser Tabelle in anderen Reports, Includes, in Funktionsbausteinen, in anderen Klassen oder Methoden. Und dann klicke ich mal auf Start Analysis. Und der Doku-Performer durchsucht jetzt wirklich das ABAP-Coding. Was ich auch machen kann, hier nochmal der Hinweis, ich muss jetzt, wenn ich mehrere Objekte habe oder mehrere Stichwörter, nach denen ich suchen möchte, kann ich auch den Multiline-Filter nutzen und einfach noch mehrere Werte und mehrere Stichwörter eintragen, sodass ich die Funktion einmalig ausführe, aber gleichzeitig für mehrere Stichwörter und dementsprechend auch schneller zu meinen Ergebnissen komme. Genau, jetzt hat der Doku-Performer es geladen. Wir sehen das Ergebnis. Diese kundeneigene Tabelle wird in einem ABAP-Report, nämlich in dem hier verwendet und in einem Funktionsbaustein hier und gleichzeitig auch noch in 2 Methoden. Das heißt, gleichzeitig können wir dann auch uns nochmal wirklich einen Deep Dive machen und nochmal uns den Source Code mit anzeigen lassen, inwiefern diese Tabelle Verwendung findet im Source Code und wo sie genau Verwendung findet. All das ist möglich mit dem ABAP-Scan. Das alles können Sie sich nochmal als Excel exportieren lassen. Gut, dann noch ein paar, so die letzten Funktionen. Die letzte Funktion, die ich eigentlich zeigen möchte, ist noch der klassische Verwendungsnachweis. Hier würde ich beispielsweise einfach nochmal mir nach einem bestimmten Report suchen, zum Beispiel nach, genau, das war der, kann einen Verwendungsnachweis durchführen. Und auch hier finden Sie wieder diese Verwendung, die Sie prüfen können im ABAP-Coding und kann die Verwendung auch nochmal in dieser Art und Weise nochmal prüfen. Okay, während der Doku-Performer lädt, noch die letzten Hinweise. Sie können auch Namenskonventionen definieren für die ERP-Objekte. Das ist hier unter Check Naming Conventions. Gleichzeitig können Sie auch prüfen, ob bestimmte Objekte auf einem Transport liegen und wenn ja, auf welchem. Das heißt, das ist hier die Usage in Transports. Genau, das sind so die Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Hier hat der Doku-Performer die Funktion fertig ausgeführt. Wir sehen, dass dieser Report verwendet wird in anderen Reports, zum Beispiel in dem Fall in diesen hier. Genau, das war es jetzt erstmal soweit von dieser Live-Demo. Zu guter Letzt jetzt nochmal, wenn irgendwas dabei war, was Sie wirklich sehr interessant finden, bestimmte Komponenten, bestimmte Funktionen, dann können Sie uns gerne einfach kontaktieren. Wir können gerne eine individuelle Web-Session nochmal vereinbaren, in der ich dann nochmal wirklich individuell auf Ihre Anforderungen eingehen kann. Sie können auch gerne die Komponenten für 60 Tage mit dem vollen Funktionsumfang testen. Und gleichzeitig freuen wir uns natürlich auch sehr darüber, wenn wir Sie einfach besuchen können vor Ort, wenn wir an Ihrem System schon mal ein paar Funktionen durchführen können. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Sie können uns einfach kontaktieren oder eine E-Mail schreiben. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Webinars angekommen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!